Bruder, hast du eigentlich morgen was vor? Ich muss auf jeden Fall morgen trainieren gehen, weil ich habe bald vielleicht einen Boxkampf. Ah ja, stimmt, hast du erzählt, ja. Aber willst du danach vielleicht? Ja, danach können wir auf jeden Fall Shisha-Bar chillen. Ich habe eh nach dem Training safe Hunger. Danach können wir Arena-Bar eigentlich, ja? Sollen wir gehen danach? Easy, Bruder. Pizza bestellen und so. Ja, können wir machen, Bruder. Die sind eh da alle. Dann treffen wir uns, ja? Tam, okay. Tam, Bruder, halt dich. Ist gut, wir sehen uns, Bruder. Bruder, hast du gesehen? Peter voll die Bestie geworden, Bruder. Der Kampfball und so. Ja, Bruder, ich hab gesehen, aber das ist so ganz gut. Und du sagst, Bruder, du bist nicht der Richtige. Hör auf! Hilf mir mal hier! Was ist das für ein Digga? Ey, Anne, wir gehen raus, ne? Wohin? Ja, ein bisschen. Ja, wir haben was vor. Mit den Jungs. Deswegen, wenn das okay ist, wir kommen auch. Warum? Wie lange? Nicht lange, so 2 Stunden. Ja. Bis wie viel Uhr? 20 Uhr sind wir zu Hause. Er ist mit mir, mach dir keine Sorgen. Oh, wir passen auf uns auf. Bitte passt auf uns auf. Ja, okay. Bau kein Müll. Mach mir nicht. Bruder, wenn Mama wüsste, dass du raus, Digga, hör mal auf jetzt. Ja, sag das nicht Mutter, weil die hat schon echt so viele Sorgen, weißt du, ich meine, deswegen. Ja, aber das ist ey, aber weißt du, was wir jetzt haben? Was willst du denn jetzt? Bruder, wir haben einen Tattoo-Termin, ich hab dir das schon tausendmal gesagt. Tattoo. Ja, natürlich. Bruder, ich hab guck mal, wir machen das so, wir gehen erstmal zum Tattoo-Termin, Bruder. Ich hab schon einen Termin gemacht, weißt du? Tattoo und dann später natürlich, Shisha. Natürlich, natürlich, Bruder, machen wir. Boah, Jungs. Was geht ab, der kleine Mann? Wie geht's dir? Alles klar, Bruder? Muss, Bruder. Ist gut, Mama? Muss, danke, Bruder. Wohin mit euch? Ja, Bruder, wir gehen kurz ein Tattoo stechen. Ich habe für meinen kleinen Bruder hier einen Termin organisiert und so, Bruder. Lava. Ja, natürlich, Bruder. Wir machen das gemeinsam auf jeden Fall. Was machst du eigentlich? Bruder, ich gehe jetzt nach Hause. Ja? Wir wollten heute Abend vielleicht in Arena Bar gehen. Alles klar. Wollt ihr? Ja, man sieht sich ja. Ja, natürlich. Der hat sowieso Hunger. Ja, genau, der hat sowieso Hunger. Stark, Bruder. Peter wollte auch vielleicht kommen nach Boxtraining. Ja, Bruder, komm. Easy, Bruder. Dann können wir da essen. Stark. Dann, ich wünsche euch viel Spaß, Bruder. Also, wir sehen später, wie es geworden ist. Cousin, Lorena, hast du vielleicht mein Portemonnaie gesehen? Ja, ich muss das abgestellt. Ich bin 40, danke schön. Ich bin viel zu spät. Ich muss zur Arbeit. Schon wieder? Ja, es haben sich voll viele krank geschrieben. Ich muss heute Überstunden machen. Das heißt, ich komme später. Vergiss deinen Bruder nicht ins Bett zu bringen, weil er kennt ja zisch. Ja, und bei Spätkommen dachte ich mir, können wir vielleicht einen Film gucken heute, abschauen. Ja, hört sich gut an. Das willst du vielleicht irgendwas haben? Von ich draußen? Ich habe keine Pizza gegessen. Eine Pizza? Ja. Kann man mich, ruf dich heute an für die Pizza. Okay. Pass auf dich auf. Danke. Mach die Fenster zu und die Lichter, die öffnen. Bye, bye. Pass auf dich auf. Petra, wohin gehst du schon wieder? Trainieren, Mama, weißt du. Lieber was für die Schule machen, als ganz nur zu boxen. Schule. Ich muss auch mal was machen, was mir was bringt. Ich boxe, ich werde dann schneller und stärker und danach gehe ich mit den Jungs in die Arena. Und wie viel Uhr kommst du zurück? Weiß ich nicht. Das ist spontan. Also wir essen da was, ich weiß nicht, so 22 Uhr. Ja, hoffentlich nicht so spät, ne? Nein, ich komme nicht so spät. Ich brauche auf jeden Fall nicht so spitz. Ja. Okay. Eigentlich, die Jungs gefallen mir eigentlich nicht, aber ich muss dir ja vertrauen, ne? Mach keine Scheiße, ne? Warum magst du die nicht? Ja, weil. Ja, warum? Ja, weil die Jungs. Die sind richtig gute Menschen, ehrlich. Die tun keinem was an. Wenn du meinst. Hab keine Angst, okay? Ja, okay. Ich spreche dir dagegen. Ja. Ey Jungs, Alter, habt ihr schon Essen bestellt oder was? Alles gut, Thank you.
das Ding. Jungs! Das Spiel ist einfach, Jungs, geht alles gut? Hey, geht's dir gut? Alles gut? Oh mein Gott, du blutest! Oh mein Gott, geht's dir gut? Komm, ja, du auch! Oder? Scheiße! Ist, glaube ich, weg! Komm, ich Jungs, geht's euch gut? Ja, hallo, Polizeidienst! Was kann ich für Sie tun? Bitte kommen Sie so schnell wie es geht. Hier schießt einer, bitte. Ja, hallo, wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Peter Anders. Bitte kommen Sie so schnell wie es geht. Ich denn? Wir sind in der Arena bei Hanau und hier schießt jemand. Das sind ein paar Freunde von mir. Und auch ein paar Zivilisten, aber bitte. Was ist denn diese Eigentümer dieser Bar? Es ist unwichtig, ich weiß es auch nicht. Bitte kommen Sie. Ja, Sie müssen sich noch etwas gedulden. Könnten Sie mir noch einmal Ihr Geburtsdatum bitte nennen? Ich weiß es nicht. Bitte können Sie einfach kommen, bitte. So schnell wie es geht. Wir sterben sonst alle. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Tobias. Und wie alt sind Sie? Ich bin 43 Jahre alt. Wie viele Menschen haben Sie getötet? Ich habe den Überglück verloren. Ich habe meine Mutter getötet und dann ein bisschen weitergemacht, bis ich erwischt wurde, würde ich sagen. Also hatten Sie keine Intention, genaue Menschen zu töten? Ich habe einfach nur mein Vorbild verfolgt, also ich weiß nicht. Aber wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ich war sehr nervös, aber als ich den ersten Abzug gedrückt habe, habe ich nichts mehr gespürt. Ja, Spaß, also müssen Sie sich mal vorstellen. Also. Aber was war Ihr Ziel? Ich weiß es nicht. Also wissen Sie nicht, weshalb Sie das gemacht haben? Ein Vorbild gefolgt. Wann hat Ihr Hass gegen Ausländer angefangen? Nee, ich möchte nicht mehr reden. Können wir jetzt bitte aufhören? Ich hätte noch eine letzte Frage. Nein, ich möchte nicht mehr, danke. Nein. Ich möchte weg, bitte. Wer war Ihr Vorbild? Sie haben von einem Vorbild gesprochen. Mein Vorbild war mein Vater. Mein Vater war Nazi, würde ich sagen. Was würden die Ausländer jetzt sagen, glaube ich. Und Sie glauben an seine Ideologie? Mein Vater war der beste Mann, den ich je gekannt habe. Bereuen Sie Ihre Tat? Es reicht langsam, ich will gehen. Würden Sie es nochmal machen? Ich möchte gehen. Ich möchte gehen, danke. Beantworten Sie mir noch einmal die letzte Frage. Würden Sie es nochmal machen? Jederzeit. Tobias wurde nach der Anhörung als psychisch gestört diagnostiziert. Es ist aber nicht auszuschließen, dass diese Tat aufgrund von rassistischen Motiven getätigt wurde. Der Mörder ist mit einer Haft von 2 Jahren davongekommen und sein Vater, sein Idol, mit einer Geldstrafe. Tobias nahm sich kurz daraufhin das Leben, um den Strafen zu entkommen. Können wir das gesetzliche Gerechtigkeit nennen, wenn der Vater des Täters, ein Neonazi, immer noch in Hanau sein Unheil treibt? Tagtäglich in unserer Zeit abläuft. Setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Respektiert euren Gegenüber und akzeptiert euch. Wir gedenken an die Todesopfer. Save their names. Verzeiht mich, Arashimi. Ich bin der Bruder von Etras. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell endet. Ich habe das Versprechen meiner Mutter geworfen, indem ich ihr versprochen habe, pünktlich nach Hause zu kommen. Hallo, ich bin William Jorel. Ich wollte schon damals als ein Kind ein Held sein, jedoch wusste ich nicht, dass ich als ein Held sterben würde. Mein Name ist Mercedes und ich bin 35 Jahre alt und Mutter von 2 Kindern. Eigentlich wollte ich meine Kinder mit einer Pizza glücklich machen und einen Film schauen. Und sie danach mit dem Sandmann zusammen schlafen bringen. Doch nun ist der Sandmann der Einzige, der zum Schlafen bringen kann. Ich bin Gökhan Göttingen. Ich bin Hamza Kurtovic. Mein Name ist Karl-Jan Beckhoff. Ich bin Ferhat Ünvar.